Ja, meine Freunde, hier jetzt nochmal ein One-Take-Video. Und zwar geht es hier um Yannick Haberer und einen eventuellen Kandidat für Werder Bremen eben. Ich glaube, der eine oder andere kann sich noch daran erinnern, dass ich vor einigen Monaten auch schon mal ein, zwei Spieler hier rausgebracht habe, wo ich gesagt habe, das könnten jeweils Kandidaten für Werder sein. Und auch hier sind wir fündig geworden mit Yannick Haberer, auf den wir gleich im Detail eingehen. Wir gucken uns erstmal die News um Haberer an. Freiburg, kommt Massengo als Haberer-Ersatz? Haberer ohne Zukunft beim SC Freiburg, erneutes Interesse, SC Freiburg-Transfer, kommt Massengo als Haberer-Ersatz? Und so weiter und so fort. Wir schauen kurz auf die Eckdaten von Yannick Haberer. 27 Jahre ist er alt, 4 Millionen Marktwert hat er. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, ist 1,86 groß, ist im zentralen Mittelfeld aufgehoben. Von 17 möglichen Spielen hat er 15 Spiele gemacht. Aber hat die nicht vollständig gemacht oder sonst was, sondern als Joker überwiegend getätigt. Sieht man auch hier 24% der Spielminuten nur bekommen. Startelfquote 12%, Torbeteiligung 4%. Man baut einfach nicht mehr auf ihn. Und es ist auch offenkundig so kommuniziert worden, dass er spätestens im Sommer gehen wird. Freiburg sucht demnach auch Ersatz für eben Haberer. Und ja, das war einer der absoluten Eckpfeiler und Stützen der letzten Jahre von Freiburg. Hatte auch letztes Jahr mit einer Verletzung zu kämpfen, aber von 2016, 2017 an von Hoffenheim zu Freiburg gekommen und seitdem ja, eigentlich immer bei Freiburg auch gesetzt gewesen und absolute Stütze gewesen. Ja, jetzt wird Yannick Haberer aber eben gehen und es gab ja vor ein, zwei Jahren schon mal ein Gerücht, ich glaube letztes Jahr im Sommer war es, wo es dann hieß, könnte Werder da zuschlagen bei Haberer. Der eine oder andere von euch wird sich noch daran erinnern. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, Haberer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, das heißt, man kann ihn da ablösefrei bekommen, könnte ein absoluter Kandidat sein, gerade für den Fall, wenn eben ein Leo Bittencourt zum Beispiel gehen würde. Das wäre ein sehr, sehr guter Ersatz, denn Yannick Haberer sehe ich eher so als Achter schräg noch davor eher, also auch mit Gefahr nach vorne. Das heißt, auf diesen Positionen, wo Romano und Bittencourt aktuell spielen, könnte ich mir auch ein Haberer sehr, sehr gut vorstellen. Ist ein gestandener Profi, ist im besten Fußballalter, gerade weil wir viele junge Spieler haben, ist so ein Spieler mit sehr viel Erfahrung nochmal Gold wert. Natürlich gibt es auch die Option, dass man spekulieren könnte, wäre er vielleicht im Winter schon zu bekommen, kann man da was machen? Das denke ich allerdings eher nicht, dadurch, dass Freiburg halt auch jetzt noch eine wichtige Rückrunde haben wird. Und ich glaube, dass den Ersatz, um den sie sich bemühen, auch erst für einen Sommerkandidat wäre, wenn sich das kippen würde. Dann wäre das vielleicht auch realistisch. Sonst gehe ich aber von dem Sommerinteresse aus und beziehungsweise im Sommer sehe ich Yannick Haberer als absoluten Top-Kandidat. Je nachdem, wie wir eben auch die Saison abschneiden, könnte das ein Spitzentyp sein. Und mit 4 Millionen Marktwert, den dann kostenlos sozusagen, also kostenlos in Anführungszeichen, klar Gehalt und so weiter, aber ablösefrei zu bekommen, finde ich als sehr, sehr schöne Alternative und bin sehr gespannt, was ihr zu ihm sagen werdet. Ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Man sollte sich mit ihm beschäftigen. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal Interesse an ihm. Und ich glaube, das war vor einem Jahr ungefähr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch noch daran erinnert. Ja, ich denke allerdings, wie gesagt, wirklich, dass das eine gute Möglichkeit wäre. Eventuell, wie gesagt, auch für den Winter, wenn es dann heißt, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, Bittencourt würde gehen mit Ablösesumme, dass das ein Ersatz wäre, den man sogar kostengünstig haben kann, weil ein Abschied im Sommer so ohnehin feststeht. Schreibt mir eure Meinung rein und dann bin ich gespannt. Das war euer Renico. Ciao.